So, Freunde, konfiguriere Rissleuchtfeuer hier. Seite 2 ist am Start und das ist meine erste Aufgabe, um die ich mich kümmere, in der Hoffnung, dass ich die Magnetokraft unterwegs noch finde. So, hier muss ich schon mal den Gleiter aufmachen und ich wollte gerade mal gucken. Ja, da kommt doch noch ein richtig, richtig geiler Gleiter, auf den freue ich mich schon. Den muss ich auf jeden Fall in den Start bringen. Kondensstreifen leider wieder nicht. Ich weiß nicht, geht es euch da wie mir? Es gibt Sachen und die sind jetzt hier irgendwie gratis, in Anführungsstrichen, weil du ja den Battle Pass brauchst. Aber danach geht es ja gut zur Sache. Kostenlos. Aber du musst halt, ja, keine Ahnung, das Paket ist wie so oft nicht komplett. Also warum jetzt, ich krieg noch das Backling und so weiter und so fort. Das schauen wir uns dann auch nochmal alles an, was ich jetzt hier kriege. Und du hast ein Spray und was weiß ich nicht für einen Scheiß. Aber ich will doch endlich auch ein komplettes Paket haben. Ich will auch die Kondensstreifen haben. Wisst ihr, was ich meine? Naja, egal. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen empfindlich. So, ich bin jetzt hier bei dem ersten Ding. Konfiguriere Rissleuchtfeuer. Schwupp. Da setze ich mal meine Konfiguration und starte direkt. Und jetzt gehe ich mal direkt zum nächsten. Uff, das ist aber eine ordentliche Entfernung. Ich würde nämlich mal sagen, ich werde erstmal was anderes machen. Und werde mir wahrscheinlich die Dinger nochmal suchen jetzt hier. Aber dafür müsst ihr natürlich jetzt nicht dranbleiben irgendwie. Konfiguriere Rissleuchtfeuer. Wie gesagt, ich gehe zu den anderen Orten. Und sobald ich die anderen Aufgaben mache, dafür brauche ich ja Magnetokraft. Ich hoffe, ich finde die. Dann schalte ich euch wieder dazu. Ich würde also erstmal ganz kurz auf Pause drücken. Bis gleich. So, konfiguriere Rissleuchtfeuer. Die Numero 2. Und zwar einmal hier. Ihr seht, jetzt ist hier was los. Ne? Viele springen ab. Viele haben die Aufgaben. Aber das soll mich nicht stören. Ich glaube, das kriege ich schnell hin. Und würde dann gleich abhauen. Hier irgendwo hin. Und mir eine Waffe suchen, um weiterzumachen. Aber gucken wir mal, wie wir das jetzt so hinkriegen. Ich schalte euch wieder dazu. So, Leute. Es geht weiter mit unseren Aufgaben hier. Guck mal. Ich weiß, das ist nicht die Aufgabe. Was ist das denn hier für ein Kollege? Hoppala. Und zwar habe ich jetzt die Magnetokraft. Und meine Idee war, boah, Alter, das ist aber heftig. Meine Idee war einfach, mich hier in so einen Bossfight sozusagen einzubringen. Guck mal, ich bin eine Etage über. Und das zählt halt auch. Guck mal. Zack, okay, ich hab schon gesehen. Oh, jetzt hat er mich gekillt. Aber das ist nicht so schlimm. Habt ihr gesehen? Also das funktioniert auch, wenn du von oben, da blocke Treffer ab, das auf jeden Fall. Da brauchst du nur L2 zu drücken. Ich will es aber trotzdem auch gleich der Vollständigkeit halber nochmal probieren. Aber du kannst halt auch gegenüber NPCs, beziehungsweise ja diesen Bossen, die rumlaufen oder angeheuert sind von den anderen, das zählt auch. Aber ich will trotzdem nochmal weitermachen. Das war jetzt natürlich mega schnell. Ich will trotzdem nochmal weitermachen. Blocke Treffer, indem du Magnetokraft einsetzt. Das ist, wie gesagt, relativ leicht. Hatte ich jetzt gar nicht in der Aufregung gemacht. Aber das hat auch super funktioniert. Und hier muss ich noch einen Riss machen. Aber da drücke ich nochmal auf Pause. Ich springe einfach nochmal normal in die Welt. So, und der Vollständigkeit halber nehme ich euch auch nochmal hier zum Riss mit. Und zwar zu dem hier. Zack, zack, zack. Und dann wird das Ding einmal konfiguriert und dann ist es auch geschafft. Also so sieht es aus. Das waren jetzt alle drei. Ich mache mich mal auf die Suche nach dem nächsten Zeug, um die nächsten... Achso, da hatte ich auch noch eine Aufgabe. Um die nächsten Sachen hier irgendwie abzuschließen und dann geht's auch los. Ey, was ist jetzt hier los, Alter? Na? Das Nachladen ist immer das Allerschlimmste. Aber egal, ich suche mir mal die Magnetokraft. So, Leute, nochmal zu der Aufgabe. Füge Gegnern Schaden zu, während du ein Stockwerk über ihnen bist. Das machen wir jetzt mal. Ich bin jetzt hier einfach mal auf dem... Oh, das wollte ich gar nicht. So meinte ich das gar nicht. Ich bin jetzt hier erstmal auf dem Dach einfach gelandet. Ja? Ist das schon ein Stockwerk? Guck mal, zählt das? Nee, zählt nicht. Aber ist auch egal. Doch, hat gezählt. Habt ihr gesehen? Das hat nämlich auch schon gezählt. Es ist gar nicht so eine Riesenentfernung. Da rechts habe ich das mit drinne. 440 Schaden. Jetzt bin ich hier oben. Und das wollte ich euch eigentlich zeigen. Hier gibt es doch diese Ödlandwachen, okay? Und die müssen wir im Prinzip erstmal nur... Was habe ich denn da? Irgendeinen Hängeleiter? Wofür habe ich den denn bekommen? Weiß ich gar nicht. Die müssen wir uns erstmal raussuchen. Wo sind die denn? Die müssten eigentlich hier drinne, hier unten irgendwo rumlaufen. Das lass uns mal machen. Irgendwo müssten die Kollegen sein. Achso, okay. Da war... Okay, okay. Guck mal. Ah, jetzt ist dieser Sprachnotiz da. So krass davor. Wo ist sie denn jetzt? Obwohl ein... So, jetzt müssten die ja schon auch getriggert sein durch mich. Ob ich es jetzt überlege oder nicht, ist jetzt egal.
könnte jetzt auch mal auf Gut und Glück. Habt ihr gesehen? Das hat auch funktioniert. Ich habe jetzt einfach Zeug runtergeworfen. Da. Ah, da. Das funktioniert tadellos. Macht das auf jeden Fall hier bei Red Line Rick. Oh, ja, okay. Jetzt ist natürlich die Kollegin hier am Start. Ich brauche auf jeden Fall auch ein bisschen anderen Stuff. Die ist natürlich extrem stark. Aber ich glaube, ihr wisst auf jeden Fall, hier will sich einer anschauen. Was habe ich denn? Ach so, ich habe keine Munition. Oh nein. Jetzt, das wird mir jetzt hier aber zu viel. So, hoch. Leute, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumeiern und versuche noch ein bisschen Magneto-Stuff zu finden, um dann die Aufgabe zu erledigen. Ja, so ist die jetzt hier mit rein. Aber ich glaube, alles ist klar. Hier unten bin ich. Redline Rick, sehr, sehr einfach. Landet auf dem Dach und dann macht einfach diesen Schaden von oben, genau wie ihr es gesehen habt. Ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen Magneto-Stuff finde und wird euch gegebenenfalls noch zur letzten Aufgabe hier Blocketreffer dazu schalten. So, Magneto-Kraft gefunden. Boah, das hat lang gedauert, Leute. Ich muss euch sagen, da musste ich echt Ausdauer beweisen. Das war extrem. Das war extrem. Aber jetzt machen wir uns auf den Weg. Ich suche direkt einen Gegner raus, um euch nochmal zwei Aufgaben näher zu bringen. Zum einen Kille mit Magnetokraft, also eliminieren Gegner. Das ist nicht so... Mach ich hier schon den Rüdiger. Ja, die hätten wir killen müssen. Das ist nicht so schwer, insofern, als dass es selbsterklärend ist. Zumindest mal die Aufgabe. Aber das Abblocken war nochmal ein bisschen blöder. Und das will ich euch aber auch nochmal näher bringen. Ich will mal hoffen, ich bin jetzt hier im Nitrodom, wie ihr seht. Ich würde es cool finden, wenn... Alles wieder hypothetisch, sein Vater natürlich... Wenn ich hier noch einen Gegner finden würde, aber hier, oh da hinten, doch, da sehe ich Schüsse, da sehe ich Kampf, da bin ich mir gleich auf dem Weg, hier irgendwo war auf jeden Fall was los, da hinten, da machen wir uns mal direkt auf den Weg, irgendwie da hinten, so jetzt pass auf, ich habe die Magnetokraft, zack, oh shit, was war das denn, Alter, boah, was war denn das eben? Ganz wild. Jetzt muss ich mal ganz schnell zurückfahren. Ganz schnell ist relativ bei dem Ding hier. Ohne Speed. Da ist jemand. Da haut jemand ab. So, guck mal. Und so wehrst du ab. Hört ihr das? Da geht es auf das Schild. Irgendwann ist natürlich Schuss, Schluss. Und dann... Achso, jetzt hat der Typ... Ah, mein Ali hat den sozusagen gekillt. Also so funktioniert das relativ gut. Das ist blocke Treffer ab, okay. Und eliminiere Gegner. Das Treffer abblocken kann ich euch echt hier empfehlen, wenn ihr diese Ödlandwachen habt. Ne? Hier im Nitrodom zum Beispiel oder auch in dem anderen Spot. Da hinten ist jetzt nochmal was los. Warte mal. Ich will es nochmal. Ich will es doch nochmal wissen. Guck mal, da hinten. Ich hätte mir jetzt das Auto behalten sollen. Ne? Wäre jetzt wieder schneller, aber... Im Nachhinein bist du immer schlauer. Komm, wir machen uns mal auf dem Weg hier rein zusammen. Die paar Minuten können wir uns jetzt auch noch... Hier, pass auf. Das wird natürlich nicht zählen für Gegner zerstören, würde ich sagen. Doch, das zählt auch. Auch das könnt ihr machen. Das ist doch perfekt. Macht das auch bei den Wachen, ne? Das ist... Also, ihr könnt hier nicht nur abblocken, sondern ihr könnt auch noch die Gegner killen. Und das ist doch eine richtig coole Sache. Hier ist irgendwas los. Hier zerstört einer irgendwas. Weiß ich nicht. Hier ist wieder eine Wache. Guck mal. Dann müsste ich doch... Wenn, jawohl, das hat funktioniert. Eliminiere Gegner. So, ich muss mich nochmal umschauen. Da unten ist... Da unten kommen die jetzt natürlich hoch. Aber das ist ja auch gut so. Da ist der nächste. Zwei Schuss brauchen die immer. Ich bräuchte jetzt noch einen. Da ist wieder einer. Du kannst natürlich... Guck, hat funktioniert. Du könntest jetzt, glaube ich, die auch nehmen. Auf ganz entspannt. Und hier auf abblocken die ganze Zeit gehen. Wenn die... Guck mal. Wenn der jetzt auf mich schießt, seht ihr? Das ist doch perfekt. Ich lasse den noch nachladen. Ah, verdammt, jetzt hat mein Typi hier den gekillt. Aber habt ihr gesehen? So funktioniert es doch richtig, richtig gut. Also das kann ich euch echt nochmal empfehlen. Macht das ruhig hier und nutzt dafür auf jeden Fall diese NPCs. Das haut richtig, richtig gut hin. Hier ist jetzt kein NPC mehr, glaube ich. Bosse wären auch super dafür geeignet, ne? Weil die schießen natürlich viel, viel besser und viel mehr. Aber am Ende des Tages muss ich jetzt hier, glaube ich, auch nochmal ganz kurz verschwinden. Hier so ein Auto wäre wahrscheinlich auch nice. Ich laufe jetzt mal, wenn so ein Auto auf mich schießt. Wisst ihr, was ich meine? Ich laufe jetzt mal hier in diese Richtung.
Zack. Ich laufe mal nur mal Richtung Zone. Und hoffe, dass der Typ mit dem Auto, weil er muss ja auch in die Zone, jetzt mal hinterherkommt. Ey, weißt du, wenn du das nicht drauf anlegst, dann kommt jeder hinter dir her und verfolgt dich bis sonst wohin. Hauptsache, er kriegt den Kill. Und wenn du willst, dass so ein Typ mal kommt, weil ich dachte so, das Maschinengewehr auf dem Auto produziert natürlich auch mega viele Schüsse. Und da könntest du das Schild natürlich auch gut einsetzen. Das war so ein bisschen jetzt hier die Hoffnung. So, zack, zack. Ich bin jetzt gleich wieder in der Zone. Na gut, okay. Ich will euch nicht quälen, ja. Also, ihr habt es ja jetzt eh schon gecheckt. Wer jetzt noch zuguckt, ist selber schuld, aber... zack. Ja, so ist es halt. Ach so, das da hinten geht natürlich auch. Da hinten habt ihr ja, das kennt ihr, immer die Möglichkeit, diese Sturmphasen aufzudecken. Wisst ihr, was ich meine? Da hinten, guck mal, da wird auch schon geschossen. Ich will mich mal mit einmischen. Guck mal hier. Die Dinger sind overpowered, oder? Was sagt ihr dazu? Ich finde, die sind overpowered. Oh, jemand schießt auf mich. Kommt von hinten irgendwie. So, der guckt jetzt zu mir. Das ist ein Bot, glaube ich, ne? Guck mal, aber die funktionieren auch. Jetzt ist mein Schild kaputt. Nach einer Zeit gibt das nach, aber es funktioniert tadellos. Hey, ich habe jetzt hier leider hier so ein NPC angeheuert, der die anderen immer killt. Der wird die platt machen. Sag ich jetzt schon. Guck mal, aber das funktioniert doch geil. Das funktioniert geil. Zack, dann ist das Schild platt. Und dann haut ihr einfach ab. Guck mal, ich habe schon 90 von 200. Und wenn das Schild wieder am Start ist, dann setzt du es wieder. Er hier mit seinen doofen Granaten, Alter. Los, schieß. Da, seht ihr? Jetzt habe ich schon die Hälfte. Also 100. Na komm. Shit, die Granaten werden ihn auf jeden Fall killen. Boah, jetzt ist das Schild wieder weg. Oh, jetzt hat er ihn. Aber ist egal, ich suche mir den nächsten. Gucke ich mich mal um. Ich ziehe mir mal einen rein hier. Wo finden wir mal einen Kollegen? Egal, lasst uns mal weiter versuchen. Ich brauche ja nicht mehr viel. Der alleine hat ja schon gut was gegeben. Da hinten zu dem Rift, da machen sich dann meistens welche auf dem Weg. Gucken wir mal. Zack, zack. Jetzt findest du natürlich keinen, ne? Ist immer so. Fortnite ist immer, was du brauchst und suchst, findest du nicht. Immer das Gleiche. Und wenn du es nicht mehr brauchst und nicht mehr suchst, findest du es überall. So, ab auf die Insel. Die zieht ja in der Regel auch nochmal ein paar Spieler an. Da sehe ich doch schon den ein oder anderen Fight. Genau mein Style. Ich bräuchte eigentlich nur einen von den Kollegen. Muss die mal nachladen, ja. Bin natürlich nicht sehr gut ausgestattet hier. Oh, hier war das Ding. Ich nehme mal den Rift, um da ein Stück weit schneller zu sein. Ah, hier einer mit dem Auto. Auto immer gut, ne? Da ist noch einer mit dem Auto. Ja, muss natürlich auch treffen können. Kann ich nicht. Wo ist der jetzt hin? Da hinten. Boah, habt ihr gesehen? Habt ihr den Schaden noch gesehen, den er gemacht hat? Aus dieser Distanz? Ganz kranke Nummer. Boah. Nochmal. Es ist schon overpowered, das muss man sagen. Guck mal, mittlerweile ist das Haus weg da hinten. Ja, das ist schon richtig stark. Achso, das war meiner. Ich dachte gar. Er schießt aber auf jemanden. Kommt der Typ hierher, oder? Kann ich nicht erkennen. Da hinten ist er. Ganz da hinten auf dem Marktplatz. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen konntet. Weg ist er. Ich guck mal, wo hier Action ist. So. Könnt ihr einen sehen? Ey, ich suche einen Gegner, ne? Jetzt findest du natürlich keinen.
Also hier ist der Typ gerade abgehauen. Das wäre nice. Nee, das sind diese Drohnen. Ich sehe den nicht. Der ist natürlich stiften gegangen. Ich sehe ihn nicht. Doch, da ist er. Guck mal. Da, seht ihr ihn? Oh nein, der hatte das gleiche Shit. Ich glaube, das hilft dann nicht, oder? Oh nein, Alter. Ja, das ist, glaube ich, dann zu krass. Okay, wenn das beide haben, ist das, glaube ich, zu much. Da oben war auf jeden Fall einer. Und hier drinnen war einer mit dem Auto. Ich will mal gucken. Ah, nee, ist natürlich klar. Ich laufe einmal rum. Der Typ mit dem Auto. Da hinten ist der andere. Hier. Der soll auf mich schießen. Seht ihr? Er will nicht. Also ich habe schon wieder was abgeblockt. Er haut nicht ab. Ah, okay, alles klar. Er wollte unbedingt killen. Haken dran, er war ein cooler. Ich dachte, er hat es begriffen irgendwie nach dem Motto, so soll es sein. Egal, Leute, ich glaube, jetzt ist doch alles klar. Es ist alles geritzt. Wir gehen jetzt einfach zurück in die Lobby. Ich meine, ich habe jetzt alles geschafft. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Das hat mal wieder Spaß gemacht. Das ist ja in letzter Zeit nicht mehr so viel gewesen. Hier, zack, da ist der ganze Bums am Start. 15 Battle Pass Sterne auch noch gekriegt. Und hier natürlich Ödland Magneto. Sieht doch richtig nice aus, der Kollege. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Macht's gut, bis dann und ciao.